Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Dory Haul Review für den Januar und den Februar gehen. Ja, und mein Zettel, den ich mir immer vorbereite mit den ganzen Produkten drauf, ist dieses Mal relativ klein, denn ich habe nicht so viel gekauft. Was einfach daran liegt, dass ich dieses Jahr so ein bisschen bewusster meine Produkte kaufen möchte, weil ich einfach in meinen ganzen Videos, die ich gemacht habe, also in meiner Statistik, gesehen habe, dass ich einfach super viel Geld ausgegeben habe und aber auch super, super viel aussortiert habe. Denn ich markiere mir auch immer in meiner Liste, die ich habe, wo ich mir die ganzen Produkte eintrage, die ich mir kaufe, was ich aussortiert habe. Und da ist einfach super, super viel so markiert gewesen, dass ich gewusst habe, okay, ich habe das aussortiert. Und dann ist mir bewusst geworden, ja, dass ich so ein bisschen weniger kaufen möchte und dann lieber auch mal teurere Produkte testen möchte. Jetzt habe ich aber in dem Fall ja so ein bisschen was hier. Ich habe tatsächlich alle Produkte auch schon getestet. Ich habe ein Produkt davon aussortiert. Den Rest habe ich tatsächlich behalten. Genau. Und ich starte einfach mal mit den Seifen. Da habe ich hier drei. Und zwar zu einem von Nivea, die Cream Soft Pflegeseife. Das ist eine Seife, das ist so eine klassische, schöne Seife. Die riecht einfach angenehm. Die, ja, reinigt die Hände sehr gut, die pflegt so ein bisschen, die ist super schön. Hier ist nicht viel drin, also 250 ml ist ja relativ wenig, aber ich finde, die ist auch sehr ergiebig, da kommt nicht so viel Produkt raus. Ich hatte die schon öfters, wie ihr sehen könnt, die ist eben auch noch komplett zu. Aber wie gesagt, ich hatte die schon öfters und hat sie mir nachgekauft. Finde ich toll. Dann habe ich hier einmal von Balea die Küchenseife aktuell. Das ist diese mit dem Zitronen-Limetten-Melissenduft. Die mag ich sehr gern für die Küche, gerade wenn ich jetzt irgendwie Zwiebel schneide oder auch Paprika oder Knoblauch oder so, dann finde ich die toll, weil die einfach die Gerüche so ein bisschen entfernt. Die ist sehr schön frisch vom Duft her und die reinigt sehr gut, trocknet die Hände so ein bisschen aus. Aber ist eben auch mit antibakteriellem Wirkstoff und für die Küche finde ich die aber gut. Und dann hatte ich mir jetzt erst vor kurzem gekauft von Aterra die Flüssigseife mit Zitronengras. Die habe ich jetzt einfach mal getestet, um zu gucken, ob die mir gefällt. Und ich muss sagen, auch hier, der Duft ist super schön frisch, richtig, richtig angenehm. Hier kommt gute Menge an Produkt raus, die schäumt sich relativ gut auf und ja, mag ich sehr gern. Von einmal verwenden kann ich jetzt nicht so viel sagen, was das Austrocknen der Hände angeht, aber ich denke, dass die okay sein wird. Haarpflege habe ich mir auch ein bisschen was mitgenommen. Und zwar zu einem diese neue Reihe von Garnier. Das ist die Reihe mit Aktivkohle. Das ist jetzt hier anziehende Aktivkohle ins Schwarzkümmelöl, ausgleichendes Shampoo und die ausgleichende Spülung für schnell fettende Kopfhaut und trockene Längen. Und die Produkte hatte ich mir tatsächlich gekauft, weil mich das einfach interessiert hat, weil ich ja schon eine relativ schnell fettende Kopfhaut habe. Und ich dachte, okay, kaufst das einfach mal. Ich dachte, vom Duft her vielleicht schwierig. Aber es riecht echt erstaunlicherweise sehr angenehm. Finde ich super schön. Ich habe auch diese Reihe jetzt erst einmal probiert, kann aber schon so ein bisschen was dazu sagen. Der Duft, den man in der Flasche wahrnimmt, riecht man nach dem Haarewaschen nicht mehr im Haar. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Es reinigt die Kopfhaut sehr gut und mit der Spülung kann ich auch super durchkämmen. Die Haare haben gut gelegen. Ich finde, dass mein Frizz nicht ganz so gut weggegangen ist mit dem Produkt. Da ja, wird wahrscheinlich einfach daran liegen, dass es einfach nur eine pflegende Spülung sein soll und nichts speziell für sehr strapazierte Haare oder frizzige Haare. Aber an und für sich ist die Reihe sehr schön. Ich werde die weiter testen und so vom ersten, ja, vom ersten Eindruck her finde ich die auf jeden Fall ganz angenehm. Dann hatte ich mir nachgekauft von John Frieda Frizz Ease Wunderreparatur das Shampoo. Wie gesagt, nachgekauft. Das bedeutet, ich mag das sehr, sehr gern. Ich hatte das ja mal gekauft, als da, ich glaube, entweder Payback-Punkte gab oder es war im Angebot, ich weiß es gar nicht mehr. Und habe ja aktuell Shampoo und Spülung da. Da ist das Shampoo bald leer, deswegen hatte ich mir eben das Shampoo nachgekauft. Sehr, sehr toll, macht bei meinen Haaren sehr, sehr schönen Effekt. Meine Haare liegen sehr schön glatt. Sie sind nicht so frizzy. Ich habe ja sehr dicke, sehr frizzige, leicht wellig, lockige Haare. Und da macht das einfach die Haare sehr, sehr schön. Vom Duft her ist es toll. Ja, es ist etwas teurer. Ist aber immer mal wieder im Angebot bei Rossmann. Oder es gibt auch ab und an mal Payback-Punkte bei DM. Und da hole ich das eigentlich ganz gern. Und habe ich jetzt eben das Shampoo danach geholt, weil das Shampoo tatsächlich schon bald leer ist. Aber in der Spülung ist noch was drin. Dann habe ich mir gekauft von Glisskur Anti-Splisswunder Versiegelung Shampoo und Versiegelung Spülung mit Traubenkernöl. Da hatte ich ja auch schon mal Shampoo und Haarkur. Mochte ich sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich eben hier die Spülung dazu gekauft für splissgeschädigtes Haar. Und
Ja, ich liebe den Duft dieser Reihe total. Also das riecht richtig, richtig toll. Im Haar riecht man es nicht mehr ganz so lang, so ein bisschen, ja, aber sobald man sie föhnt, finde ich persönlich, ist der Duft weg. Aber die Reihe ist echt schön. Also ich finde, die Haare sind sehr geschmeidig und weich, auch relativ glatt, liegen auch relativ lange schön. Und ja, finde ich sehr angenehm, wie gesagt. Und auch mit der Spülung hier, die Haare glänzen dann schön und ich kann super gut durchkämmen. Also kann ich weiterempfehlen. Ich finde, die Haarkur macht nochmal so ein bisschen was mehr, gerade was auch so den Frizz angeht. Aber an und für sich ist die Reihe toll und das war jetzt erst im Angebot bei Rossmann, deswegen hatte ich das mir mitgenommen. Dann Lippenpflege. Da habe ich jetzt auch eine, das war ein Nachkaufprodukt. Ja, ist, wie ihr sehen könnt, noch unbenutzt. Aber wie gesagt, hatte ich schon mal auch genau die Sorte. Und zwar von Be Natural. Die war eine Variante in Granatapfel. Das ist eine Lippenpflege, die besteht eben aus Bienenwachs. Und ich mag die super, super gerne. Bienenwachs, Kokosöl, dann Rizinusöl, Sonnenblumenöl. Dann ist hier ja Geschmack drin. In dem Fall halt Granatapfel. Und ich mag das richtig gern. Also ich finde, das ist eine sehr schön pflegende Lippenpflege. Ich hatte jetzt vor kurzem die Vanille-Variante, die Vanille-Kokos. Die ist jetzt leer. Und ich finde aber auch die Variante toll. Bin aber aktuell im Aufbrauchen von anderen Lippenpflegen, die ich schon länger da habe. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Aktuell gibt es die bei Rossmann mit einem gratis dazu. Also falls ihr die mal testen wollt, ja, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Habe ich leider zu spät gesehen, sonst hätte ich es bei Rossmann mitgenommen. Dann habe ich mir hier drei Handcremes mitgenommen. Und zwar zu einem die Busy Honey Bee. Die habe ich mir tatsächlich nur gekauft, weil ich das Design so süß fand. Das ist mit Mandelöl und Milch-Honigduft. Intensive Pflege fürs Strapazieren und trockene Hände. Und ich liebe ja solche Düfte. Also Milch- und Honigdüfte oder auch sehr fruchtige Sachen liebe ich. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt gerade eben das erste Mal getestet. Der Duft ist sehr schön. Es ist eine relativ flüssige Handcreme, was ich nicht gedacht habe. Die lässt sich relativ schön verteilen. Die zieht auch schnell ein. Man hat jetzt noch so einen ganz leichten Pflegefilm auf den Händen, was ich sehr angenehm finde. Und der Duft ist toll. Also der Duft ist wirklich, wirklich schön. Da gibt es jetzt ein Duschgel von, beziehungsweise eine Duschcreme überlege ich mir tatsächlich zu holen, weil ich die Handcreme vom Duft her sehr gerne mag. Muss ich vielleicht mal schauen. Dann habe ich hier zwei Handcremes von Isana. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich sonst Produkte, die jetzt irgendwie in einem Aufsteller oder in einem stark limitierten LE waren, also wo es halt wirklich nur 4, 5 Flaschen je Drogerie oder je Filiale quasi gibt, ich das euch eher nicht zeige. Aber die zwei Aufsteller, von denen ich jetzt Produkte hier mit drin habe, gibt es noch nicht ganz so lange. Und ich denke, also ich war jetzt erst vor kurzem im Rossmann, da gab es das auf jeden Fall bei mir noch. Deswegen denke ich, dass es die Produkte auch bei euch in den Filialen noch geben könnte. Und zwar einmal von der Ceramide-Reihe das Handfluid. Das ist mit Ceramiden und Squalan für weiche und gepflegte Hände. Was ich sehr schön finde, ist eben hier der Pumpspender. Man kann das so super schön dosieren. Wie der Name schon sagt, es ist ein Handfluid. Und es ist auch kein sehr stark pflegendes Handfluid. Finde ich aber trotzdem angenehm, weil es sehr schnell einzieht. Es hat einen relativ neutralen Duft. Ob die Ceramide oder das Squalan jetzt irgendwas für die Hände machen, habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Ich persönlich habe das aktuell an meinem Computer, weil man das einfach schön rauspumpen kann, kurz auftragen, es zieht schnell ein. Es hat keinen starken, intensiven Duft, der irgendwie ablenkt, wenn man was am Arbeiten ist. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön. Und dann einmal von dem Disney-Aufsteller, beziehungsweise von den, ich glaube, 5 Produkten, die es gibt, habe ich ja hier einmal die Disney Bambi Handcreme mitgenommen mit einem fruchtigen Duft. Das ist so eine Handcreme von Isana. Da kann man sagen, okay, das ist so wie früher die Isana Young Produkte. Also auch eine relativ leichte Handcreme, die relativ schnell einzieht, die man gut zwischendurch auftragen kann, weil sie nicht so fettig ist. Und mag ich eigentlich ganz gern. Hat einen angenehmen, schönen, fruchtigen Duft. Kann ich jetzt nicht Schlechtes dazu sagen. Ist jetzt kein Duft, wo ich sage, braucht man hundertprozentig, ist super innovativ, super anders. Aber das war tatsächlich so ein Kauf. Da habe ich eher so ein bisschen auf mein Herz gehört, wie auf meinen Kopf. Denn hätte ich das wahrscheinlich ohne Bambi drauf gesehen, hätte ich es nicht mitgenommen. Aber ich mag Bambi einfach gern, deswegen habe ich die Handcreme mitgenommen. Ja, einmal das. Dann habe ich mir ein Rasurprodukt mitgenommen. Und zwar von Isana das sensitive Rasiergel. Das ist einfach dieses klassische Rasiergel von Isana. Ja, das ist mit Aloe Vera. Ihr wisst, Aloe Vera ist nicht ganz so meins, aber als Rasiergel, das riecht man ja nicht super lang. Man trägt das auf, rasiert sich, spült das ab und duscht sich ja sowieso danach noch ab. Ich wollte einfach mal wieder eins haben. Ich habe jetzt aktuell Duschschäume in Verwendung als
Rasierschaum, weil ich einfach noch ein paar da habe, so kleine von Belou. Und dann werde ich das aber weiterhin verwenden. Und ich mag das ganz gerne. Es ist eben neutrales Rasiergel, es lässt sich gut verteilen, es ist relativ ergiebig. Hier sind jetzt auch mittlerweile 200 ml drin. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann habe ich tatsächlich nur ein Duschgel gekauft. Und zwar von Balea das Duschgel After Sun. Das ist jetzt hier dieses ganz klassische After Sun Duschgel, was es seit Jahren gibt von Balea, was ich auch seit Jahren schon liebe. Also ich kaufe das wirklich immer wieder nach. Habe ich letztes Jahr, glaube ich, ein oder zweimal aufgebraucht. Ich hatte aber auch letztes Jahr super viele andere Produkte noch hier. Musste da auch erstmal das so ein bisschen leer machen. Ich habe das jetzt auch nicht verwendet. Wie gesagt, das habe ich erst gekauft. Ich habe das aber seit Jahren immer wieder da. Ich mache jetzt gerade mal den Teser hier weg, damit ich das öffnen kann. Ja, ich liebe das. Das riecht für mich einfach nach Sommer. Das macht mich auch frisch. Das ist mit einer der wenigsten Duschen von Balea, wo ich mich danach wirklich frisch fühle. Ich habe das schon öfters erwähnt, auch in meinen letzten Videos, dass ich einfach bei Balea Duschgelen oft das Problem habe, dass ich, wenn ich die verwende, danach muffig rieche oder immer noch so ein bisschen nach Schweiß rieche, je nachdem, wenn man Sport gemacht hat oder irgendwie, ja, was aufgeräumt hat, ne? Und das habe ich bei dem einfach nicht, deswegen mag ich das super, super gerne. Kaufe ich seit Jahren immer wieder nach. Dann habe ich tatsächlich vier Peelings gekauft. Und zwar zu einem, ja, einmal, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, da habe ich im Haul auch ein bisschen was dazu erwähnt. Von Averde das feste Duschpeeling mit Vanilleduft und Bio-Kaffee. Das ist einfach so ein Stück Seife. So sieht das aus. Und das hat obendrauf, also man spürt so nichts, das hat obendrauf so eine, ja, dickere Schicht Seife quasi, die man dann erstmal abrubbeln muss. Und dann spürt man dieses Kaffeepeeling, was ich super genial finde. Ich habe so ein bisschen Erdbeerhaut an den Oberarmen, was bedeutet, dass meine ja, Poren einfach so ein bisschen verstopfen und das sieht unglaublich unschön aus, wie ich finde. Und ich bin immer mal wieder auf der Suche nach einem guten Peeling dafür und das macht das wirklich sehr schön. Also ich gehe dann da richtig schön kräftig mit drüber. Man kann natürlich auch leichter drüber, da ist ein leichteres Peeling. Ich gehe da schön kräftig mit drüber und danach, wenn ich fertig bin mit dem Duschen, creme ich das ein, damit die Haut einfach Feuchtigkeit bekommt. Und ja, mag ich sehr, sehr gern und kann ich weiterempfehlen. Finde ich echt gut. Ich habe jetzt gesehen, in einigen Filialen geht es aus dem Sortiment. Ich bin gespannt, auf den Sommer vielleicht ein Ersatzprodukt reinkommt mit einem anderen Duft, aber das mochte ich wirklich sehr gern. Habe ich jetzt aktuell eins unter der Dusche und das ist jetzt eben noch mein Backup. Dann habe ich einmal von Tracalmoon ein Peeling gekauft und das ist das einzigste Produkt, was ich, oder das einzige Produkt, was ich nicht mehr da habe. Und zwar von Tracalmoon das Happiness Elixier Körperpeeling. Das war vom Duft her toll, aber da war es auch wieder so, die Peelingwirkung war mir einfach zu wenig. Ich brauchte einfach ein bisschen was mehr. Deswegen habe ich das an eine Freundin weitergegeben, beziehungsweise weiterverkauft mit ganz vielen anderen Produkten, die ich von letztem Jahr noch hier hatte und aussortiert habe. Und ja, das ist das Einzige, was ich tatsächlich aussortiert habe. Und dann habe ich hier von Isana aus dem Ceramide-Aufsteller eben hier wieder das Creme-Peeling mit Ceramiden und Panthenol. Auch hier ist einfach ein neutraler Duft. Das Ganze sieht hier einmal so aus. Ja, ist ein schönes cremiges Peeling. Hat sehr, sehr schöne, viele feine Peelingkörnchen, die aber sehr schön peelen, also auch relativ intensiv peelen. Und das verwende ich jetzt aktuell nicht, weil ich ja noch dieses Scent of Harmony habe von letztem Jahr von dem Aufsteller, was ich aktuell aufbrauche. Aber wenn das leer ist, wird das hier angefangen. Finde ich super. Und dann gibt es auf dem aktuellen Aufsteller von Isana dieses Produkt. Das ist ein Peeling, mein Pflegemoment mit zartblumigem Duft. Das hat hier so ein bisschen Öl drauf, also nicht super viel, aber so ein bisschen. Und das habe ich mir tatsächlich aber nicht gekauft. Also wie ihr sehen könnt, ist auch schon benutzt. Nicht gekauft für den Körper, sondern ich fand die Konsistenz so interessant. Und es ist eben auch nicht so, dass hier jetzt so Öl drauf rumschwimmt, sondern es ist sehr schön vermischt. Und ich habe das mir gekauft tatsächlich, um es zu verwenden für meine Hände. Und das habe ich jetzt auch heute das erste Mal gemacht. Und meine Hände sind butterweich. Butterweich. Es ist ein richtig starkes Peeling für die Hände. Es hat auch wirklich schön meine trockenen Schüppchen, die ich jetzt zurzeit habe, an den Händen abgenommen. Und mag ich sehr gern. Ich überlege tatsächlich, wenn ich in Rossmann komme, ob ich mir das noch einmal mitnehme, weil ich das echt schön finde. Also das ist echt schön. Auch vom Duft her sehr angenehm. Nicht zu stark blumig. Mag ich gerne. Ja, einmal das. Dann eine Bodylotion und zwar ebenfalls von der Disney LE. Hier die Bambi Bodylotion. Auch hier ebenfalls ist eine leichtere Bodylotion, die sehr schnell einzieht, die eben sehr fruchtig, süßlich duftet. Ist keine Bodylotion, die jetzt extrem reichhaltig ist. Ist eben eine leichte Pflege. Auch hier hätte ich mir nicht gekauft, wenn ich Bambi drauf gewesen wäre. Ja, und wer bis zu diesem Video
wie es zu diesem Teil vom Video gekommen ist, schreibt gerne mal Hashtag Verpackungsopfer in die Kommentare. Ja, also das musste einfach mit wegen der Verpackung. Wie gesagt, Pflegewirkung ist in Ordnung. Dann drei Fußpflegeprodukte und zwar zu einem, ich glaube, da muss ich auch nicht mehr viel zu sagen, mein Fußpeeling kaufe ich immer wieder nach. Habe ich ja im Januar dreimal mitgenommen, weil es ja 10% auf alles gab. Und dann dachte ich, okay, dann nimmst du es gleich im Vorrat einfach mit. Liebe ich, ist ein cremiges Peeling, was sehr, sehr schön schrubbt. Ich verwende das immer in Verbindung mit meinem BIM-Schwamm. Gehe dann richtig über die Ferse und wo halt eben so ein bisschen Hornhaut ist an den Füßen. Und liebe ich, kaufe ich seit Jahren immer wieder nach. Dann einmal, das habe ich mir gekauft, um es einfach mal auszuprobieren. Und zwar von Scholl. Das ist ja relativ teuer. Fresh Step Geruchsstopp Schuh Deo. 24 Stunden Deo Schutz. Das ist ein Deo speziell eben nur für die Schuhe. Es gibt von Scholl, meine ich, auch ein Fußdeo. Ich muss sagen, ich brauche eigentlich eher Schuhdeo wie Fußdeo, zu dem man das auch auf die Füße sprühen kann. Duft ist sehr angenehm. Ich finde persönlich, dass es auch was macht. Ich finde es sehr schön. Also so jetzt für die Schuhe finde ich schon, dass es so ein bisschen den Geruch, sag ich mal, wegnimmt. Dass es auch auf Dauer den Geruch wegnimmt. Muss man aber halt regelmäßig verwenden, wenn man jetzt zum Beispiel, ja, so wie ich, nur ein, zwei Paar Schuhe hat. Also Turnschuhe oder auch Stiefel. Dann muss man das halt regelmäßiger einsprühen, wenn man jetzt 50 Paar Schuhe hat und jeden Tag irgendwie ein anderes Paar anzieht. Aber ich persönlich finde das ganz schön und könnte mir auch vorstellen, das aktuell wieder nachzuholen, wobei da relativ viel noch drin ist. Und dann einmal vom Balearmed gibt es jetzt wieder die Ultra Sensitive Fußcreme. Da gab es ja, lass mich lügen, die gab es schon mal und jetzt haben die aber die Rezeptur verändert. Ich bin mir nicht sicher, wo genau die verändert worden ist. Ich habe keine Ahnung, weil ich die alte Verpackung nicht mehr da habe. Ich persönlich finde, von der Wirkung her merke ich keinen Unterschied. Also die hat einen neutralen Duft. Die riecht einfach so ein bisschen cremig. Also nicht stark, ist auch ohne Parfüm, ohne Farbstoffe. Und die pflegt wirklich die Haut sehr, sehr schön. Also ich finde, die hat eine sehr, sehr schöne Pflegewirkung. Die ist aber nicht zu fettig. Die lässt sich super schön einarbeiten. Die ist super toll. Hatte ich eben schon mal und habe die damals aufgebraucht, weil ich die wirklich gut fand. Und jetzt habe ich sie mir eben nachgeholt, als sie mit der neuen Rezeptur reingekommen ist. Wie gesagt, ich merke keinen großen Unterschied, aber ich mag die sehr, sehr gerne. Und genau, das war es auch schon. Das waren alle Produkte, die ich im Januar und im Februar gekauft habe, die ich euch zeigen kann. Masken oder auch Augenpads oder ja, Fußmasken, Handschuhmasken zeige ich euch in diesen Videos nicht, weil die einfach nach einmal verwenden leer sind. Die zeige ich euch dann eher in den Aufgebrauch-Videos, also schaut auf jeden Fall auch immer wieder gerne rein. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich hoffe, dass euch meine Meinung so ein bisschen weitergeholfen hat. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao!